Die Spezialisten folgen dem alarmierenden Notruf einer Mutter, die nach einer verstörenden Sprachnachricht ihre 19-jährige Tochter Tanja vermisst. Die Auszubildende hat heute überraschend ihre Kündigung erhalten. Und nun befürchtet Mutter Paula, dass der übergriffige Chef etwas mit dem Verschwinden des Mädchens zu tun haben könnte. Sie hat eine Tracking-App auf ihrem Handy. Deswegen glauben Sie, dass Sie hier im Waldgebiet sind? Also ich habe sie ja schon irgendwo geortet, aber Sie sehen ja, es ist ja so groß hier und ich weiß nicht genau wo. Tanja hat sich die Tracking-App selber aufs Handy geladen. Wir wohnen ein bisschen außerhalb und sie hat einen ziemlich langen Weg zur Bushaltestelle. Als ich dann die Nachricht heute Morgen bekommen habe, dass sie ihren Job verloren hat, da sind bei mir ganz schön die Alarmglocken angegangen. Ihr Chef, der hat sie nämlich schon öfters auf der Arbeit angemacht und ich glaube, der hat was damit zu tun. Jetzt auf Streife die Spezialisten. Okay, wir haben auf jeden Fall noch die Kollegen vom Drohnenteam dabei. Das heißt, wir machen uns gleich so, dass wir uns eine Base quasi aufbauen, damit wir da mit der Drohne losfliegen können. Und danach würden wir die Suche einfach starten, okay? Auch wir nutzen mittlerweile die Techniken, die wir heute im 21. Jahrhundert zur Verfügung haben, wie zum Beispiel die Drohnen. Wo wir früher noch ungefähr mit 10 Hunden den ganzen Wald absuchen müssten, können wir mittlerweile mit Drohnen großflächig den Bereich absuchen. Die Kollegen würden jetzt erstmal alles aufbauen. Hätten Sie einmal ein Foto von Ihrer Tochter? Dann bleiben Sie mal so da, alles gut. Okay, ist Ihre Tochter. Wie alt ist Ihre Tochter? 19. 19, okay. 19, braunhaarig. Und wie genau weiß noch mal die Geschichte? Sie haben irgendwie eine SMS bekommen, eine Tracking-App. Was genau war da noch mal? Also, heute Morgen hat sie mir geschrieben, dass was ganz Schlimmes passiert ist. Aber und sie hat nicht geschrieben, was passiert ist, nur was ganz Schlimmes. Das war ganz Schlimmes und dass sie ihren Job los ist. Ihren Job genau. los und sie, also sie arbeitet da in der Zahnarztpraxis und da gab es schon immer Probleme mit dem Chef. Der hat sie irgendwie angebaggert und ich habe Angst, dass das jetzt irgendwas mit dem Chef zu tun hat. Okay, es kann vielleicht irgendwas mit dem Chef zu tun haben, weiß man auch nicht. Also die Polizei ist auch auf jeden Fall alarmiert worden. Die müsste wahrscheinlich auch die nächste Zeit kommen. Okay, wir warten, bis die Jungs alles aufbauen. Danach suchen wir hier alles flächendeckend ab. Und danach finden wir auf jeden Fall Ihre Tochter. Auch wenn in diesem großflächigen Waldgebiet die Drohnensuche die beste Lösung ist und der Operator das unübersichtliche Gelände gut im Blick hat, ist Mutter Paula ungeduldig und hofft, dass sich ihr konkreter Verdacht nicht bestätigen möge. Was glauben Sie denn, wie lange das noch dauert? Können wir jetzt so nicht genau sagen, aber wir geben uns Mühe, dass es schnellstmöglich vonstatten geht, okay? Und nicht, dass Sie sich wundern, auch wenn wir gerade hier stehen bleiben, das erspart uns auf jeden Fall Zeit. Sonst wüssten wir nicht, ob wir nach da laufen sollen, nach da, nach da. Das heißt, wir warten hier noch kurz. Ich glaube, die Kollegen haben da relativ bald was gefunden. Hoffentlich. Und dann machen wir echt langsam nervös. Da ist doch was rechts. Da ist was? Ja, stopp. Da hinter dem, da genau. Darf ich mal gucken? Das ist aber ein Mann. Moment mal, das ist der Stefan. Das ist der Freund von meiner Tochter. Der Freund von Ihrer Tochter? Ja. War der mit ihr noch unterwegs? Ja, die sind halt hier zusammen. Also der muss, der weiß garantiert, wo sie ist. Vielleicht sind die zusammen hier. Vielleicht ist meine Tochter da auch. Können wir da jetzt hin? Ich verstehe jetzt gar nicht, warum Stefan jetzt hier ist. Also Stefan ist ja Tanjas Freund und der war von Anfang an so fürsorglich und hat sich so gut um sie gekümmert. Und also ich verstehe das nicht so ganz. Ich weiß auch nicht, vielleicht schätze ich ihn auch falsch ein. Okay, wir machen es so. Sie rufen gerade noch mal Ihre Tochter an. Ja. Ich habe der Leitstelle kurz ein Update. Klar. Leitstelle Köln vom 2 RTW 1, komm. Wie lange braucht die Polizei noch? Wir sind alle vor Ort schon am Waldgebiet. Sie geht nicht dran. Alles gut. Wir haben anscheinend einen männlichen Patienten gefunden, nicht die weibliche Person. Wir brauchen vorsichtshalber einen zweiten RTW. Verstanden. Hallo? Hallo? Stefan? Hört uns jemand? Dank der Drohne finden Sanitäter Marcel William und Mutter Paula nach kurzer Suche den jungen Mann. Der Freund ihrer Tochter hat eine Platzwunde am Kopf und scheint bewusstlos zu sein. Daher bleibt vorerst ungeklärt, was ihm und womöglich auch Tanja zugestoßen sein könnte. Hören Sie mich? Stefan. Hallo? Okay, Augen reagieren. Puls ist tastbar, soweit auch kräftig. Stefan, kannst du mich hören? Weißt du, wo Tanja ist? Schau mal hier. Danke. Stefan, bitte. Wo ist Tanja? Nicht erschrecken, ich guck mal in ihre Augen. Einmal reingucken, nach oben gucken. Okay, sind soweit Isokor. Stefan, kannst du uns irgendwas erzählen? Warum bist du hier? Warum machst du die Kopfplatzwunde? Ich weiß nur, dass... Ist Tanja hier? Ich habe irgendwie einen Stein abgekriegt oder so. Du hast einen Stein abbekommen. Wurdest du irgendwie angeworfen? Bist du gestolpert? Ich weiß es nicht. Du hast keine Ahnung mehr?
Okay, wir untersuchen dich mal ganz kurz, okay? Suchen wir denn soweit alles noch in Ordnung? Hast du irgendwo Schmerzen? Der Zustand vom Patienten hat uns am Anfang erstmal drei Fragezeichen in den Kopf bereitet. Einfach aus dem Grund, die Verletzung, die er am Kopf hatte, war für das Krankheitsbild, dass er wirklich so weggetreten war, einfach viel zu klein. Wir suchen deine Freundin. Die Tanja muss anscheinend auch irgendwo hier sein. Wo hast du sie das letzte Mal denn gesehen? Wart ihr zusammen hier, Stefan? Ich hab irgendwie nur auf meinem Handy was gesehen. Gehst du weiter? Was hast du auf dem Handy gesehen? Auf meinem Handy. Ich glaube, ein Post mit Standort oder so. Und der war hier im Wald? Das war Tanjas Ex, Leo. Leo? Leo hat mich niedergeschlagen. Was? Das kann doch gar nicht sein. Der hat dir die Wunde am Kopf zugefügt. Ja. Okay, war dieser Leo irgendwie gewalttätig? Hat er dir das bewusst angetan? Ja. Oh Gott. Okay, die Polizei ist auf jeden Fall unterwegs. Eine Gewalttat, die im Raum steht. Leo ist der Ex-Freund von meiner Tochter und der hat damals die Trennung wirklich nicht gut verkraftet. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass er sehr schnell jähzornig wird. Und außerdem hat er immer davon gesprochen, dass er sie unbedingt zurückerobern will. Ob der das jetzt auf die Art und Weise versucht hat? Das Drohnenteam wendet sich wieder der Suche nach Tanja zu. Das Mädchen muss schnellstens gefunden werden, denn sie könnte sich nach den neuen Informationen zu urteilen in den Händen ihres offenbar gewaltbereiten Ex-Freundes befinden. Zur weiteren Unterstützung kommt die Polizei dazu. Hallo. Haben wir schon irgendwas? Ja, also wir waren auf Suche nach dem Mädchen, haben aber sie nicht gefunden, aber einen Mann. Der wurde jetzt schon behandelt und mit dem RTW abtransportiert und sind gerade auf der Suche nach der zweiten Person. Also nach dem Mädchen. Ich hatte auf der anderen Seite des Waldes noch eine Hundertschaft kurz eingewiesen in die Lage. Bin dann wieder hier zu diesem Drohnen-Operator gefahren. Der hatte auch tatsächlich wohl schon eine Person gefunden. Dabei war es aber nicht die gesuchte Person. Und der Typ, wissen wir nicht, wer das war. Nee. Das war der Freund von ihr. Von dem Mädel, was wir noch suchen. Genau. So, dann suchen wir noch mal ein bisschen. Ja, ein bisschen vor. Okay. Da ist jemand. Da liegt sie und da ist noch jemand anders. Der läuft da gerade ziemlich schnell weg. Wo ist sie? Wo seid ihr mit der Drohne? Da, den Weg hoch und dann rechts runter. Okay, kein Problem. Ja, die Drohne hat dann tatsächlich noch zwei weitere Personen aufgefunden hier im Wald. Ja, einer ist natürlich plötzlich geflüchtet. Ja. Und es ist natürlich immer seltsam. Also wer flüchtet, hat irgendwas zu verbergen. Also bin ich mal hinter dem her. Warum läuft der weg? Ich weiß es nicht, aber... Pass auf, ey, der wirft mit Stein nach uns. Warum macht der Idiot das? Geh mal ein bisschen höher. Keine Ahnung. Der wirft immer noch. Pass bloß auf, ey. Drohnen sind nicht so allgemein beliebt in der Bevölkerung. Sie sind nicht so erkennbar als Rettungsmittel teilweise. Hier wurden wir auch beschmissen. Und wenn wir beschmissen werden mit Stein zum Beispiel, steigen wir einfach hoch. Und somit sind wir außer dem Gefahrenbereich. Ich weiß soweit Bescheid. Sie sind vermutlich die Mutter. Ja, genau. Der Freund, der aktuell ist, ja wohl schon abtransportiert worden. Genau, richtig. Wir haben vermutlich ihre Tochter gefunden. Okay. Die müsste da hinten liegen. Der Drohnenoperator hat die wohl ausgemacht. Da muss aber noch ein Typ dabei sein. Ja, das ist der Leo. Wer ist der Leo? Das ist ihr Ex-Freund. Wieso meinen Sie, dass der da ist? Stefan hat gesagt, dass Leo ihn niedergeschlagen hat. Und das kann ich mir jetzt auch ganz gut vorstellen, weil Leo hat das damals nicht gut verkraftet, als sich meine Tochter von ihm getrennt hat. Hat sie Schluss gemacht? Sie hat Schluss gemacht und er wird auch schon leicht etwas aggressiv. Also das ist schon plausibel. Ja, die Tochter hat also Schluss gemacht und er ist ein bisschen arg geworden. Mhm. Ja, gut. Hallo? Guck mal, das eine, was orangen ist. Hat die eine orange Jacke an? Ja. Das ist Tanja? Ihr müsst mal gucken, ich weiß nicht, wo der Typ ist, der ist nur weggelaufen. Alles gut, momentan sieht sie alleine aus. Als die Polizei dann endlich kam, da stand ja fest, dass Tanja nicht nur gefunden wurde, sondern dass auch noch jemand anderes bei ihr war. Das muss ja der Leo gewesen sein. Und der ist dann weggerannt. Also das kann ja eigentlich echt bedeuten, dass Leo da auch wirklich schuld an der Sache ist. Hallo, Augen sind auf jeden Fall offen. Tanja, verstehst du mich? Okay, sie ist ansprechbar. Ja, Achtung, hier ist Blut irgendwo am Holzstück. Oh, Tanja. Kannst du uns sagen, was passiert ist, Tanja? Nee. Das ist der Typ gewesen, der hier weggelaufen ist. Okay, Verletzung am Kopf. Alles gut, Tanja. Ach, Tanja, ich bin jetzt da. Die Patientin war zu Beginn nicht wirklich ansprechbar und etwas im Somnolent. Bei dem ersten Bodycheck konnten wir dann herausfinden, dass sie zum Glück keine weiteren Verletzungen hatte, außer auch eine Kopfplatzwunde. Tanja, jetzt sag doch, was passiert ist. Hm? Ich weiß nicht mehr genau. Wie bist du denn hier in den Wald gekommen? Und ich hatte mit Stefan geredet. Und plötzlich war Leo da und dann habe ich so einen Schlag verspürt und danach ist alles so. Das sieht so aus, als wäre es eine Wunde. Es wird jetzt
gut, okay, wir kümmern uns um dich. Wir haben ganz zwischenzeitlich dann noch einen Funkspruch gekriegt vom Drohnenoperator, dass die Drohne wohl mit Steinen beworfen wird. Ja gut, also es war Gott sei Dank, hat die Drohne den noch so weit drauf gehabt. So war das gut für mich, weil die konnten mir die Fluchtrichtung angeben. Wir nehmen diesen Stolleneingang mal 12 Uhr, dann gehen wir nach dem Uhrzeigersinn. In welche Richtung ist er denn gelaufen? Ja, so Richtung 11 Uhr. Ja, alles klar, danke dir. Alles gut, wir machen schon mal so, wir gucken, dass wir sie langsam zum RTW bekommen und da untersuchen wir dich dann richtig. Okay, Bodycheck ist soweit unauffällig. Polizist Dirk Ahrens will den offenbar aggressiven Mann einholen. Allem Anschein nach hat er zunächst Tanjas Freund angegriffen und anschließend Paulas 19-jährige Tochter verletzt. Dass er nun auch vor der Polizei flüchtet, ist keine Überraschung. Leo? Hey, bleib stehen, Mann! Bleib stehen, Kalle! Leo, bleib stehen! Bleib, Kalle! Hey! So, jetzt musst du wohl stehen bleiben, ne? Okay, ich hab die Hände und die Hände, lass sie hängen. Ich hab nichts gemacht. Ja, deswegen bist du auch weggelaufen. Hat geklappt. Verdammt, wie geht's Tanja? Ist da jemand? Ich hab nur den Notruf gerufen. Ich du warst wirklich bei ihr. Wieso bist du weggelaufen? Die ist jetzt im RTW und wird behandelt. Okay, verdammt, ich hab... Du sollst die Hände unten lassen. Ich hab Gras dabei gehabt. Ich hab's... Ja, wo ist das Gras? Ich hab's da hinten weggeworfen. Ja, da liegt's gut. Alles klar. Ehrlich bist du ja. So, jetzt weiter. Also, du wolltest ihr helfen, oder was? Ja, natürlich. Ich hab nichts gemacht. Ich mach mir nur Sorgen. Ich hab ihr Post gesehen und dann bin ich hierher gekommen und... Keine Ahnung, es war hier neuer. Ja, sie ist verletzt. Der jetzt im RTW liegt. Hast du den mal gezimmert? Nein, ich hab gar nichts gemacht. Ich hab mich nur um sie gekümmert. Also, du bist den Gefolgten, was hierher und hast sie da ich gefunden? Ich hab die und hier gefunden. Ja, ich hab die hier gefunden und dann hab ich sie gesehen, wie sie am Bluten war und dann hab ich den Notruf gerufen. Ja, was ganz clever ist, wieso hast du mit Steinen nach der Drohne geworfen? Ich dachte, das ist halt von der Polizei. Ja, ich war panisch. So, pass auf. Wir gehen jetzt auch zum RTW, da kannst du mit dir sprechen. Okay. Du bist vernünftig. Ja, natürlich. Alles klar, ich glaub dir das mal mit dem Gras. Ja. So dämlich wird ja sonst keiner sein. Der Ex-Freund hatte ja als Grund angegeben, dass er geflüchtet war, dass er Marihuana wohl in der Hosentasche hatte. Schloss das Ganze natürlich nicht aus, dass er möglicherweise schon was mit der Verletzung seiner Ex-Freundin zu tun hatte. Wir wussten es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Unser Leo haben wir auch gefunden. Hat den Jungen gefunden? Leo, was sollte das denn eigentlich? Das ist ja unglaublich. Er hat nichts getan. Darf ich mal ganz kurz? Ja, ich muss erst mal erklären. Er hat ihrer Tochter im Prinzip geholfen, ist nur stiften gegangen, weil er ein bisschen Marihuana dabei gehabt hat. Hätte er natürlich auch gerade wegwerfen können, hätte es auch keiner gesehen. Deswegen lassen Sie Ihre Tochter mal ausreden. Momentan ist er der Gute. Okay, Tanja, jetzt sag endlich mal, was passiert ist. Leo hat mir, wenn nur, geholfen. Also, das war so, ich war ja hier und dann kam... Ist okay, Tanja. Alles gut. Kam halt Stefan an und wollte mit mir reden, so weil ich mit ihm Schluss gemacht hatte. Warum hast du Stefan denn mit Stefan Schluss gemacht? Er hat mich nackt aufgenommen. Unter der Dusche. Es war tatsächlich der Freund von meiner Tochter. Der hat ein Nacktvideo von ihr online gestellt. Das hat dann ihr Chef und ihre Kollegen haben das gesehen und daraufhin ist sie dann gekündigt worden. Ausgerechnet der dich auch noch die ganze Zeit anbaggert, hat dich jetzt gekündigt. Ja, weil es wohl den Ruf schädigen würde oder sowas. Mhm. Wütend wegen ihrer Kündigung wollte Tanja ihren Frust im Wald ablassen und hielt das in einem Social-Media-Post fest, worüber auch ihr Standort geteilt wurde. Das sahen ihre Ex-Freunde. Während Stefan sie überzeugen wollte, sich mit ihm zu versöhnen, kam der besorgte Leo dazu. Stefan reagierte aggressiv, griff Tanja und Leo an. Um unschuldig zu wirken, verletzte er sich selbst und beschuldigte Leo. Leo, tut mir leid, ich habe dich da falsch eingeschätzt. Danke, dass du der Tanja da so geholfen hast, ja? Ja, hier in dem Fall hat man jetzt tatsächlich gesehen, dass der neue Freund nicht immer der bessere Freund ist. Denn hier unser Noch-Freund hat sich strafbar gemacht, zum einen wegen diesen illegalen Bildaufnahmen, die auch ins Netz gestellt. Ist natürlich ein Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz, Recht am eigenen Bild. Ja, dann noch die Körperverletzung, möglicherweise auch Vortäuschen einer Straftat, wenn er jemand bezichtigt, dass ihm diese Kopfplatzwunde möglicherweise hier von dem Ex-Lover zugezogen worden ist. Also wir werden uns mit dem Herrn mal unterhalten. Tanja erlitt ein Schädelhirntrauma, konnte aber bereits am Folgetag wieder entlassen werden. Zu Stefan hat sie den Kontakt abgebrochen. Der wurde im Krankenhaus festgehalten, bis die Polizei eintraf. Er gab zu, sich die Kopfwunde selbst zugefügt zu haben, um den Verdacht auf Leo zu lenken. Stefan muss sich wegen schwerer Körperverletzung, Vortäuschen einer Straftat und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen verantworten.